Boom! Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück auf Mimelix One. Jo, heute geht's drum, Nark Focus. Neue Sorte kommt raus jetzt vor ein paar Wochen, Green Apple. Ist die Nummer 4, glaube ich, jetzt von der Sorte. Mal kurz aufschlagen hier, wisst wie es läuft. Genau, habt da einmal Iced Tea Beach, Iced Energy und Iced Orange. Wer die von GN die Produkte kennt, der kennt ja viele davon, denke ich mal schon, allein von den Booster her. Bei Iced Energy wird da schon oft mit dabei und Iced Orange auf jeden Fall. Mein Favorit bis jetzt war immer Eis Orange gewesen, also da habe ich auch, das ist der Orangen dann sozusagen. Aber wie bei Energy Drinks trinke ich auch sehr, sehr gern Apfel und von daher bin ich, vor allem Green Apple ist noch geiler, wenn das vom Geschmack her so sein wird. Seid ihr bei 1,29 € ohne Pfand pro Dose, also könnt ihr die Dose auch gleich wieder weghauen. Und von daher ist eigentlich, denke ich mal, nicht so verkehrt. Wie gesagt, wenn du Red Bull oder sowas kaufst. Gut, du kannst ja auch natürlich günstigeres Energy kaufen, aber da hast du bei beiden nicht so viel Energy drin, also nicht so viel Koffein drin. Da hast du vielleicht die Hälfte oder sowas drin, ein Koffein meistens. Und von daher ist es zuckerfrei, also mit Süßstoff auf jeden Fall. Dann habt ihr 160 Milligramm Koffein pro Dose, was relativ viel ist. Das ist halt dafür gedacht, wenn du jetzt dir doch mal in der Woche vielleicht keinen Booster nehmen möchtest oder so, dann nimmst du halt mal so ein Energy vom Training. Ist natürlich auch legitim auf jeden Fall. Nach einem harten Tag. Oder früh, wer mal ab und zu auf einen Kaffee verzichten will, kann natürlich auch so einen trinken. Geht auch absolut klar. Und von daher, ich kann bis jetzt auch nichts dagegen sagen. Also ich trinke die selber auch sehr gerne. Abgesehen davon, dass ich gerne Energy trinke. Und von daher bin ich gespannt jetzt, ich habe nämlich extra schon gewartet, ich habe das jetzt schon 3-4 Tage hier liegen. Wer mein Video noch nicht gesehen hat, wird mit verlinkt sein auf jeden Fall. Zum Unboxing, wo ich das schon mit ausgepackt habe. Und bin echt gespannt jetzt, wie das schmeckt. Es riecht schon mal richtig. Richtig gut. Riecht sehr, sehr gut. Wir machen es so wie bei den anderen. Natürlich wird auch wieder Konsistenz in Form von wie die Farbe und so aussieht. Und ihr seht schon mal, relativ giftgrün, aber man kann durchblicken, was schon mal sehr für sich spricht auf jeden Fall. Sollte mein Finger sehen. Also ist nicht übelst zugepumpt mit irgendwelchen Zeug, mit Farbstoffen etc. Ja, bin ich jetzt gespannt. Weil hier geht es ja mehr so um Preis, wie es aussieht. Ne, ob das jetzt übelst gepuncht ist mit Chemie etc. und wie es schmeckt, irgendwas anderes. Ähnlich wie beim Booster Review, bloß hier ist es halt kürzer gefasst, einfach nur. Ich sag mal. Schmeckt jetzt so gut, also schmeckt wirklich gut, aber es schmeckt nicht so wie es riecht. Also grüner Apfel würde ich vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick gleich erkennen da dran. Aber es schmeckt ja gut. Also es ist wieder einer, was man wirklich auch mit empfehlen kann. Ja, kann man sagen. Es fehlt, also mir persönlich, wenn ich jetzt das lese, grüner Apfel, fehlt mir gerade ein kleines Menge die Säure. Der ist trotzdem relativ süß, aber mir fehlt so ein kleines dieses frische Gefühl dann, ne? Wie Green Apple. Weil wenn sie jetzt einen Plus-Apfel rausschreiben würden, ne? Dann würde man nicht davon ausgehen, weil grüner Apfel ist normal ein bisschen säuerlicher, meiner Meinung nach. Von daher könnte das einer mit meiner neuen Favoriten sein. Ich weiß bloß nicht, mir schmeckt zum Beispiel der Iced Tea Peach schmeckt auch gut, der ist aber, ich weiß nicht, ob das so gewollt war oder ob ich da bis blöde Dosen erwischt habe, die waren aber fast ohne Kohlensäure und ich finde sowas, gerade wie Energy Drinks oder so, müssen mit Kohlensäure sein, so schmeckt das so wie abgestanden. Sonst wäre das mein Liebling, aber der hat eine Menge dann so eine Menge lau geschmeckt. Was ich jetzt hier wieder geil finde, dass es wieder mit Kohlensäure versetzt ist sozusagen.
Ich müsste aber auch nochmal einfach nachlesen. Ich kann ja gleich mal kurz mal gucken, ob hier irgendwie dort steht, ohne Kohlensäure oder irgendwas. Aber normal denke ich mal nicht. Mehr steht nichts da. Wie gesagt, ihr wisst, erhöhter Koffeingehalt, also wenn du mit der Pumpe was hast, solltest du es nicht nehmen. Ist klar, eine Frau, die schwanger sind, sollen es nicht nehmen oder was kurz stillen. Bei Koffeinempfindlichkeit sowieso nicht und mit Alkohol gleich gar nicht. Also an die jungen Burschen da draußen. Aber was will ich sagen, ich würde es vielleicht auch selber machen. Weil es wirklich gut schmeckt. Aber das soll jetzt keine Anleitung sein. Und von daher würde ich sagen, absolute Kaufempfehlung auch von mir. Das einzige, wo ich persönlich sage, was mir nicht ganz so schmeckt, ist der Iced Energy. Der ist mir nicht ganz so, weil der einfach bloß wie zuckerfreier Energy schmeckt einfach. Und zuckerfreier Energy, das schmeckt mir persönlich nicht ganz so. Und von daher ist das auf jeden Fall mein zweitliebster. Jetzt, der schmeckt wirklich gut. Von daher, lasst euch schmecken. Wenn ihr im Shop bei House of Protein mit reingucken wollt, wisst ihr ja Bescheid, Mimi 15, kriegt ihr 15% alle nicht reduzierten Artikel. Und von daher, viel Spaß beim Shop und haut rein, ciao!